Weekly Fix wird präsentiert von Goal United 2014. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute zum Launch der PS4 im Sony Center Berlin. Heute bekommt ihr natürlich auch wieder alle wichtigen Gaming-News der letzten Woche von mir. Ich bin Marina und hier kommt euer Fix. Kaufst du dir heute eine PS4? Ja. Seit wann bist du heute hier? Seit 9. Du bist ja ganz schön früh dran mit dem PS4 kaufen. Wie lange bist du heute denn schon da? Ja, also wir sind erstmal 5 Uhr aufgestanden morgens. Na, noch Schule und alles gemacht, ja. Danach sind wir hierher gekommen. Und dann haben wir erstmal ganz schön lange gewartet. Tja, der musste immer, ich und mein Bruder, wir mussten beide auf Toilette, haben wir halt so ein System entwickelt. Und wir hatten auch Hunger. Also unsere Mutter hat im Restaurant gewartet. Also wechseln immer ab. Erst gehe ich und danach geht er dann. Immer abwechselnd. Und dann haben wir erst gewartet und ja, jetzt ist es soweit. Ja, das ist immer praktisch, wenn man so sein eigenes System entwickelt, um auf Toilette zu gehen. Ich kenne das. Ich stehe hier mit Berivan, der glücklichen ersten Käuferin der PS4. Berivan, seit wann bist du heute da? Ja, ich bin heute mit dem Zug eingereist. Heute Morgen bin ich jetzt hier in Berlin. Bist du alleine hier? Mit meinem Freund, aber jeder von uns hat eine geholt. Zur Sicherheit, falls eine nicht geht. Es kann viele defekt sein, deswegen haben wir zur Sicherheit lieber 2. Bist du jetzt richtig happy, die PS4 endlich in den Händen zu halten? Bin ich total happy darüber, aber der ursprüngliche Hintergrund ist, dass ich es eigentlich meinem Mann zu Weihnachten schenken möchte, was ich auch tun werde. Er wird es auch erst bekommen, natürlich Heiligabend durch den Tannenbaum. Spoiler-Alarm. Und ja. Was zockt ihr? Also er zockt lieber FIFA, aber ich Call of Duty. So, ja, jetzt gehörst du ja zu den coolen Kids in der Schule, habe ich recht? Nee. Okay, danke schön, mach's gut, viel Spaß mit der PS4. Die PS4 ist endlich in Deutschland gestartet und unsere eigene App auch. Ab sofort könnt ihr den Weekly Fix sowie alle anderen Videos direkt auf eurer PS4 gucken. Dazu braucht ihr einfach nur unsere App und ab geht's. Natürlich alles in HD. Sony hat seine Pläne bestätigt, ein Bundle aus PS4 und Vita zu veröffentlichen. Das Bundle soll noch diese Woche bei ausgewählten Händlern verfügbar sein und weniger als 500 Pfund kosten. Wenn ihr euch eine PS4 und Vita einzeln in Großbritannien kauft, würdet ihr dafür 499 Pfund zahlen. Der Bundlepreis dürfte deshalb nur knapp unter dieser Summe liegen. Wie teuer das Bundle in Deutschland sein wird, steht bislang noch nicht fest. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden. Als die PS4 in Amerika gestartet ist, war der Ansturm auf das PlayStation Network so groß wie noch nie. Damit das PSN unter dem Ansturm der europäischen Gamer nicht in die Knie geht, deaktiviert Sony ein paar Features. Ihr könnt euch deshalb nicht angucken, was eure Freunde gerade so mit der PS4 treiben und welche Spiele sie zocken. Sony will diese Funktion aber ein paar Tage nach dem Launch aktivieren. Alle anderen PSN-Features sind direkt nach dem Start verfügbar. Das Team von Kotaku hat sich eine Stoppuhr, eine Xbox One, eine PS4 und ein paar aktuelle Spiele geschnappt. Dann haben sie gemessen, wie lange es vom Starten der Installation dauert, bis sie endlich spielen können. Die PS4 hat dabei eindeutig die Nase vorn. Assassin's Creed 4 hat auf der Xbox One fast 6 Minuten gebraucht, während es auf Sonys neuer Konsole schon nach 42 Sekunden zur Sache ging. Bei Need for Speed Rivals ist der Unterschied noch gravierender. Auf der PS4 quietschen die Reifen schon nach 32 Sekunden, während es bei der Xbox One erst nach fast 9 Minuten soweit ist. Microsoft verkauft die Xbox One in Amerika für $499. Also nur knapp über den Herstellungskosten von $471. Am teuersten ist in der Xbox One die Kombi aus Prozessor und Grafikchip für $110. Der Preisunterschied zur PS4 entsteht durch das mitgelieferte Kinect, für das Microsoft knapp $75 in der Produktion bezahlt. Der größte Gewinn wird mit dem Controller gemacht, der nur $15 in der Herstellung kostet. Für einen zweiten Controller müsst ihr aber $54,99 blechen. 505 Games hat geschafft, was bislang noch keinem anderen Publisher gelungen ist. Sie haben das Spiel Ashes Cricket 2013 eingestellt, aber erst nachdem das Spiel schon veröffentlicht wurde. In seiner Pressemitteilung will 505 Games den Entwicklern den schwarzen Peter für die schlechte Qualität des Spiels zuschieben. Bleibt aber die Frage offen, warum der Publisher das Spiel überhaupt erst veröffentlicht hat, wenn er doch wusste, dass das Game so grottig ist. Immerhin kriegen alle Käufer über Steam ihr Geld zurück. Apropos Steam, nicht den Steam Herbst Sale verpassen. Erinnert ihr euch noch an den Modder, der für Skyrim eine kostenlose Erweiterung mit über 20 Stunden neuem Content gemacht hat? Bungie, das Entwicklerstudio hinter Destiny, hat ihn sich jetzt gekrallt und in sein Designteam gepackt. Neben dieser frohen Botschaft hat Willicky auch gleich noch sein Erfolgsrezept verraten. Habt nie Angst, es zu versuchen. Außerdem schadet das wohl nicht, wenn ihr auch noch dazu bereit seid, euch monatelang den Arsch aufzureißen. It's the only way you'll survive. Go on now. Jump!
Eigentlich sollte der World of Warcraft-Film am 18. Dezember 2015 starten. An dem Tag kommt aber auch Star Wars Episode 7. Klar, dass die Warcraft-Macher kalte Füße bekommen und den Termin auf den 11. März 2016 verschoben haben. Half-Life 3 kommt aber natürlich weiterhin unverändert am... Das war's von der PS4 und den wichtigsten Gaming-News der letzten Woche. Folgt uns auch auf Facebook, Twitter und YouTube. Ich bin Marina und wir sehen uns nächste Woche wieder zum Weekly Fix.